Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Minecraft auf dem Server Drake. Jetzt kannst du was sagen. So, herzlich willkommen zurück auf Drakus Kanal. Für die Leute, die mich noch nicht kennen, ich bin Gamersucht aka Giat und ich hoffe, dass ich heute zu einem weiteren Let's Play begrüße. Ja, danke schön. Nein. Das muss so sein. Okay, ja, ich muss wieder die. Was gibt's zu tun? Dann machen wir weiter. Du wirst wahrscheinlich bauen, oder? Ja, ja. Aber ich will jetzt genau wissen, wie weit das Wasser fließt, weißt du? Ah, 8 Blöcke. Wetten, es ist 8 Blöcke. Warte. So. Charcoal nehme ich mit. So. 1. Fleisch. 2. 3. So, jetzt, was nehmen wir noch mit? Das ist Wichtiges. 6. Ah, die Holzspitzhacke. Sticks machen. Also dann gehe ich wieder meinen. Ich könnte eigentlich dort runter gehen wieder. Ach komm schon. So. Jetzt ertrinke ich dann bald noch. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich schwimme jetzt automatisch runter in die Mine. Okay, es ist es fertig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, ich habe ja, ich gucke ja selber die Folgen von Drago und ich habe ja gesehen, dass ich gut bei euch angekommen bin. Einkommen hat mir sehr gefallen, das war von Gamersucht X. Der hat gesagt, ja, er will mehr von mir. Sie haben es ja jetzt schon gesehen. Nein, es ist klar, weil ich halt einfach sehr wenige Leute habe, die genau, Minecraft mögen. Ich hier Action-Rollenspiele mache dann. Aber natürlich kommen die bald, die Leute, und die können ja die Ersten sein. Also das ist doch etwas cool. Genau, das heißt cool, übersetzt, Drago hat keine Freunde außer mir. Ich bin zu einsam. Ja. Der Arme. Deswegen muss ich ihn abonnieren, er hat keine Freunde, Mann. Ich hätte schon, ihr hättet keine Freunde und wärt so erbärmlich wie Drago. Was würdet ihr tun? Dankeschön. Ja, sehr nett von dir. Kein Problem, Süßer. Immerhin habe ich 190 Abonnenten, 194, also sagt nichts. Respekt. Und sie schauen meine Videos, das ist das Wichtigste. Dann kommt erst die Likes und die Abonnenten. Für viele Leute sind Abonnenten extrem wichtig und so, aber ja, man sieht es ja bei den meisten, die haben zwar ungefähr 100.000 Abonnenten, aber jeden Tag nur 10.000 Aufrufe pro Video. Also, tun die eigentlich nur abonnieren, schauen aber dann die Videos nicht. Ich habe 195 Abonnenten und pro Tag 195 Aufrufe. Also schauen meine Leute auch pro Video. Also nicht ganz pro Video, aber trotzdem schauen relativ viele meine Videos und vor allem die neuesten. Also sie bleiben dran. Also ich sehe, meine Community ist gut. Sie macht einfach zu wenig für mich. Also sie schauen die Videos zum Teil, also nicht immer, aber sie schauen wenigstens meine Videos, das ist das Wichtigste. Und ich habe den Eimer nicht dabei. Meine Frage, hast du noch Erde? Nein, leider nicht. Also in der Truhe, aber die kannst du nicht öffnen. Fuck, ich brauche Erde. Geh irgendwo ein bisschen weit weg, zum Beispiel in den Sumpf, dort werden wir sowieso nichts bauen. Und ein bisschen Erde farmen. Digga, gib mir doch einfach Erde, Mann. Ja, jetzt hör auf. Ich habe keine Erde, ich kann dir auch keine Erde geben, weil ich komm unten noch in der Mine zurück? Nein, ich gehe nicht zurück. Weißt du, wie lange es ist? Ja, deine Großmutter.
essen. Nein, jetzt reden wir kurz weiter über meinen Kanal. Es wäre natürlich eben sehr, sehr cool und auch sehr nett, wenn die Leute auch die Videos kommentieren, ein bisschen Sachen sagt, wo ihr Verbesserungswünsche seht oder so. Und so weiter. Genau. Wir wissen, dass Drago schlecht ist, das wissen wir. Keine Rede. Aber er will trotzdem weitermachen, weil er es kann. Und ich mache es weiter, weil ich gut bin. Und er braucht eure Unterstützung. Mein Gott, bin ich genial. Ich gebe dir gleich eins auf die Fresse, dann bist du genial, aber genial kaputt. Okay, das war mir zu viel. Ich bin raus. Oh, da rein, ich lasse. Okay. Nein. Es ist einfach so, ich will jetzt keine Videos machen, von wo Leute zuschauen, die einfach nur stumm sind. Also ich möchte gerne Leute haben, die relativ etwas auch wollen haben. Wo man sieht, dass die Videos ihnen gefällt. Also liken. Oder disliken, wenn sie euch nicht so gefallen, natürlich. Aber liken wird dir keiner. Disliken werde ich sowieso eigentlich immer missachten, außer es fällt extrem auf. Und ich mache es ja, genau, das nächste Mal, ich lerne ja dafür. Halt, stopp, jetzt rede ich. Halt, stopp, ich rede zuerst. Also, und dann dürft ihr sehr viel Feedback geben. Ich nehme alles Feedback zu Herzen, ich lese alle Kommentare und werde es dann natürlich auch umsetzen und so. Und jetzt kannst du reden. Genau, es gab ja einen kleinen Hurensohn unter euch, der immer... Hey, hör auf Nick. Was? Hör auf mit Hurensohn. Okay, das ist ein Schimpfwort. Es gab ja einen kleinen Piep-Sohn, der immer negative Bewertung da gelassen hat, ohne Grund. Den kleinen Piep möchte ich aufrufen, eine Begründung dazu lassen. Genau, also wenn ihr disliked, dann möchte ich wenigstens eine kleine Begründung haben. Zum Beispiel, ich würde jetzt schreiben, wenn ich jetzt zum Beispiel bei Drago, wenn ich da jetzt disliken würde, beziehungsweise negativ, würde ich einfach sagen, du stinkst. Fertig ist. Ja, das war wenigstens eine Begründung. Nein, das sind meistens Hater. Ich sehe es bei großen YouTuber auch. Die machen es. YouTuber, ja. Die machen. Oh Gott. Deswegen tue ich lieber alleine aufnehmen. Weil ich immer wieder. Ah, oh Mann, jetzt habe ich diese scheiß Psidian in die Lava fallen lassen. Welche YouTuber sind das? Ich habe Tube, nicht Puppe. Gott, oh Gott, er denkt immer an Sex, dieses schwule Puba, kleine junge Sex? Kerlchen. Digga, was hat Puba mit Sex zu tun? Jetzt ohne Spaß. Pup sind auch Brüste im Fachdeutsch gesagt. Oder Hängebusen. Okay, das wusste ich jetzt gar nicht, Mann. Das wusste ich echt nicht. Ich Männer haben auch Busen. Die sind einfach nicht ausgewachsen. Also. Wer hat Busen? Die Männer haben auch Busen oder Titten. Die sind einfach nicht rausgekommen. Du hast doch deine Erfahrung damit, nicht? Man sagt ja auch zu den Titten Brust. Und Männer haben auch eine Brust. Naja, du hast schon Erfahrung damit. Männer haben sogar eine Vagina, aber da ist der Schwanz davor. Okay, das wollte ich jetzt nicht wissen. Drago, wenn du bitte kommen könntest und mir ein bisschen Erde geben könntest. Ich bin jetzt am Obsidian farben, ich möchte gerne in die Hölle. Oh, ich hab's gleich. Kann ich viel eingeben, dass ich in deine Kiste gucken kann? Eigentlich wolltest du ja Obsidian holen, aber hast es nicht gemacht. Du böser, böser Junge. Warte mal. Babalabab, du dummes Dumm. Schwapper, schwapper, du.
Schwabbelabab. Kleines, freches Dreckskind. So, was wollten wir noch ansprechen? Genau, was ich auch noch persönlich ansprechen wollte. Ich habe kein Thema. Es ist einfach tausendmal schwer, Themen zu bringen, wenn man Together hat. Ja, genau, weil der fette Drago sich nichts ausdenken kann. Ja, was ich? Bin ich schuld? Du bist mein Gast, du musst Themen bringen. Okay. In meinen Livestreams kannst du dann die Kommentare beantworten. Dann die Frage, warum bin ich auf dem Server von Draco? Erstens, ich weiß, dass der LPS bringt, möchte ein berühmter Pornostar werden. Deswegen habe ich mich bei ihm gemeldet, dass er mich doch bitte unterstützen soll. Nicht? Mhm. So was, hundertprozentig. Na, Spaß. Ja, wie gesagt, ich kenne ja Draco jetzt schon seit knapp 2 Jahren. Hatte mit dem auch immer Kontakt halt. Auch als ich inaktiv war. Und ja, jetzt bin ich halt wieder aktiv. Ich mache das halt fun, aber mein verfickter Minecraft. Hör jetzt auf beleidigen. Okay, oder. Also, ja, halt. Sag doch einfach schlechte oder ja, negativ aus. Okay. Also, mein schlechter Minecraft-PC, sag ich jetzt mal. Ja, okay, der ist schon gut, aber keine Ahnung. Bei mir gehen alle Spiele außer Minecraft. Java ist schuld. Aber das leckt halt. Klag Java an, sie sollen ein besseres Ding machen. System. Machst du besser oder meine Cousins klatschen nicht weg? Genau. Ja, was gibt's noch? Ja, eben. Du hast jetzt in Minecraft Day Form gepostet, ob die helfen können. Wenn sie nicht helfen können, kannst du immer noch im Netform das posten. Da gibt es auch deutsche User, aber es ist einfach alles auf Englisch. Wenn du das Problem gelöst hast, dann ist gut. Dann gibt es nichts Wichtiges weiteres zu sagen. LOL, wir sind hier durchgegangen. Hier habe ich über den See gebaut. Über den Lavasee. Sind in den rechts gegangen. Wären wir von der Brücke gerade ausgegangen, hätten wir gleich Diamanten gefunden. Wie viel hast du denn gefunden? Ich habe jetzt 2 schon mal sichtbar. 3, 4, 5. Sechs. Nice. Was war denn höchstes? Das höchste jemals gefunden war 13. Das waren 2. Jetzt mal ohne Spaß, wenn würdest du es mir glauben, wenn ich dir sagen würde? Das war in einem Minenschacht, ne? Hinter so einem Waggon, wo eine Kiste drin ist, ne? Mhm. Da waren einmal 9 Stück drin, ne? Glaubst du mir das? Im Waggon. Genau. Und dahinter waren noch 12 Stück. Hinter der Mauer. Und da also ich weiß jetzt nicht, wie viel mal in einem Waggon sein kann. Aber es kann, glaube ich, 1, 2, 3, 5 und 7 Stück drin sein, vielleicht waren das Doppel. Ich weiß es nicht. Na, das war aber jetzt hier nicht, das war 1.4.2, glaube ich, war das noch. 1.4.2 Beta. Oder was? Keine Ahnung, Digga, du fragst Sachen, Junge. War es letztes Jahr oder vorletztes Jahr? Vorletztes würde ich sagen. Ja, dann ist Beta. Dann war das Drop-Zeug viel anders und es war in einer Kiste. Ja, also 9 waren in einer Kiste, 12 waren dahinter. In einer Kiste, okay. Ja, weil seit neuestem sind ja die in einem Minecart. Dann wollte ich fragen. Wie viele Diamanten haben wir jetzt insgesamt? Oh, ich habe irgendwie. Was, ich sage jetzt nichts, aber ich weiß es nicht genau. Apropos Diamant, ich hatte mir gerade noch ein Schwert gemacht. Ein Diamantschwert? Ja. Ja, war sehr, sehr hilfreich, wenn es so wenig Monster gibt. Ja, Killer halt, ne? Lol. Ja, dann nehme ich halt Lava mit hoch. Ich habe die, ich hab den weißen Wassereimer in die Lava gekippt.
Digga, kommst du jetzt? War kurz, ich muss irgendwo einen Weg nach oben finden. Ach komm, Cobblestone. So. So.